Hallo Leute und willkommen zu einem weiteren Part von der Sonic Amateur Games Expo 2016 zu Sonic Project Twisted. Als ich das Spiel gesehen hatte, war ich anfangs echt gehypt auf das Spiel, war ich wirklich, aber naja, jetzt bin ich nicht mehr, weil ich nämlich genau weiß, mit was es denn gemacht wurde. Ihr dürft dreimal raten, ich denke mal, ihr trifft die Antwort. Der klassische Mode. Weil ich will kein Story machen, weil das ist immer hier und ich weiß genau, was hier los ist. Das Spiel ist verdammt langsam wegen der G-Mate Engine. Und was jetzt anders? Okay. Na dann. Also, bisher haben wir nichts Spezielles gesehen, aber naja. Wie sagt man ja so schön, der äußere Eindruck kann täuschen. Noch einmal die Spirale. Geh mal weiter. Okay, hier ist Wasser. Das gab's glaube ich nicht im Original. Wir wollen natürlich nicht ins Wasser, wir wollen natürlich am Land bleiben und deswegen springen wir auch. Aber naja. So schön wie das Spiel auch ist und so schön auch die Idee sein mag, wissen wir ja alle ja, was das Problem sein wird wieder. Die Engine dahinter. Die mit Engine wird mich bis an mein Lebensende verfolgen. Und da. Oh yeah. Ab geht's. Mann, ich kann nur so eine Scheiße gar kommentieren. Mann, wieso? Ich habe heute echt geile Spiele teilweise auch gesehen heute. Also. Ich will langsam eigentlich die Session jetzt beenden, weil ich habe heute schon sehr viele wieder Videos aufgenommen der Sonic Amateur Games Expo. Ja. Ich hätte das wieder auf 0 sein müssen. So. Und? Schaffst du es auf den Button? Ja, auf die Sprungfeder. So. Mal gucken, ob noch was kommt. Weil es ja schon schwach, wenn nichts mehr kommen würde. Den perfekten Jump rüber und drüben. Und weiter. Irgendwie scheint das Ende zu sein von Act 1. Komm. Ende zeigt dich. Das Ende wird einfach nicht kommen. Wo bleibt das Ende? Na dann nach oben.
weiter. Jetzt wird schneller. Der verkackt natürlich. So, kurz zurück. Wir müssen mit Schwung rüber. Sonst schaffen wir es einfach nicht. Denn wir müssen ja irgendwie rüberkommen. Und das schaffen wir nur mit etwas Schwung. Und rüber. Ja, wir haben es geschafft. Ich bin zu stolz auf mich. Ich habe den Skill bewiesen. Und go. Was kommt jetzt? Wahrscheinlich kommt es Ende erst noch nicht. Ach, wie ich's wusste, das Ende kommt noch nicht. Ihr seht's ja, da war der Checkpoint. Naja, aber Skill ist immer noch da. Mein Skill ist so gut. Ich schaffe einfach alles damit. Mit meinem Skill. Ja. Und ja, was kann man auch sagen zum Spiel? Eigentlich nicht viel. Und jetzt? Was passiert jetzt? Oh. Ups, jetzt sind wir mal unter die Erde gelandet, hä? Was es hier wohl alles gibt? Vielleicht Chaos Emeralds? Wer weiß? Mal gucken, was wir finden. Auf jeden Fall Stechmücken. Das finden wir überall. Jetzt auch weiter. Jetzt bin ich hier wieder oben. Und wir haben es geschafft, jetzt dürfen wir wieder uns lang zurücklehnen und zuschauen, wann das Gold fertig ist. Das braucht immer so lange, 2 Jahre oder so. Keine Ahnung, immer sehr lange. Kann man mal in Ruhe ausruhen. Manchmal ist es auch anstrengend, die ganze Zeit hier Fangames aufzunehmen. Es ist eben schon das 12., was ich heute aufnehme. Ja, es ist wirklich das 12. Ja, ich glaube, ich mache heute gleich Schluss jetzt mit der Session, weil ich habe jetzt genug aufgezeichnet für einen Tag. Muss also wieder hochladen. Einfach nichts klicken, das schaltet von selbst um. Jetzt kommt der Act 2. Irgendwen, ja, wird es wieder ganz lange dauern, ich weiß jetzt schon. Warum wieder unter die Erde wohl? Wir müssen raus. Ja, wir rollen immer noch. Ich glaube, ich bin so ein richtig krasser Hacker gerade hier. Nochmal. War auch schon vorbei. Schade. Wir machen mal einen auf Speedrunner. Auch wenn ich die Speedrun kann. Persönlich. Haben wir ein bisschen Speedrun. Und
Yeah. So, schaffen wir das, schaffen wir das, schaffen wir das? Ja. Alter, der Song. Das tut Sonic Warriors. Mann, ich kann dazu echt mitsingen. Es kommt jetzt. Der Untergang. Mal gucken, wie die Engine damit umgeht. Na dann, gehen wir mal weiter. Diesmal schaffen wir es mit einem Sprung. Diesmal weiß ich, dass ich es schaffen kann. Und tschüss. Haha, ich bin schlecht. Ich bin so schlecht. Ich kann nicht mal irgendwas. Ha, ich bin schlecht. Na komm, neuer Versuch. Jetzt schaffe ich es aber. Wir sind so ungefähr 2 Minuten vom Extent. Sorry für den Cut. Okay, nehmen wir los. Ich hasse die Lex wie Sau. Es ist nun mal nicht zu glauben, wie das dort lecken kann. Bam, da, 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 da. Und Jump. Das kann nicht abbar sein. Komm, komm, komm. Du schaffst es, Sonic. Und drauf mit uns. Yeah, mein Skill ist überdurchschnittlich. Oh yeah. Let's go. Wie weit wir wohl nur kommen damit? Bestimmt sehr weit. Oh Gott, der Flugspeed! Er war übermenschlich stark. Was stark? Keine Ahnung, irgendwas gelabert. Ah ja, Leute, wir befinden uns jetzt im Ende des Mains. Also jetzt kann ich extenden, ob ich noch will oder nicht. Wir klingen noch drauf und dann machen wir Schluss hier. Okay? Ich bin immer ein bisschen K.O. von den ganzen Zocken hier. Und es wird geöffnet. Und damit fliehen jetzt alle Tiere aus diesem Jahr. Aus der Kapsel. Vor allem die Frage ist immer, warum stellt Eggman eigentlich diese Kapseln überall auf? Anstatt sie wieder mitzunehmen. Auch mal eine interessante Frage. Hat er keinen Platz bei sich zu Hause oder was? Ja, müssen wir mal nachfragen. Nach oben schauen und geschafft. Der Score wird ausgewertet und jetzt sehen wir nach, was passiert. Ob wir ja es geschafft haben und jetzt kann ich nur beenden oder ob noch was kommt. Das sehen wir jetzt, wenn dieser Screen weg ist. Naja,
Vorher sehen wir natürlich nix. Ist natürlich klar. Mann ey, ich habe schon echt so viele Fangames gespielt. Von der Sonic Amateur Games Expo 2016, das ist schon krass. Wir haben es geschafft, Leute. Das war die Demo zu Sonic Project Twisted. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Meine Meinung habt ihr wahrscheinlich schon gehört. Erstmal, es waren sehr tolle Level-Ideen und so. Naja, so scheiße, dass sie die G-Map benutzt haben, aber vielleicht können die nichts dran ändern, das wissen wir ja nicht. Auf jeden Fall ist jetzt hier Ende. Ihr könnt natürlich noch eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben und ja. Wir sehen uns im nächsten Part wieder zur Sonic Amateur Games Expo. Bis dahin und ja, Emerald Control.